Weiter geht's bei Donkey Kong 64 zusammen mit Caleb. Im letzten Part haben wir in der Overworld hauptsächlich aufgeräumt und damit sind wir noch nicht ganz fertig. Hier in der Lobby vorm Wunderwald kann man zum einen mit Tiny diese Schüsse hier aufschießen und dann kommt die Fee heraus, die wir wahrscheinlich wieder im First Try... oh Gott, ne, wohl doch nicht, die ist richtig aggro. Oh, ich bin so gut, Mann! Ja, nee. Was sagst du denn dazu? Sogar ohne vorher stehen zu bleiben, sondern noch im Lauf, sag ich mal. Okay, weiter im Text, Chunky. Neutrale Reaktion, kein einziges Zucken. Ich hatte nichts anderes erwartet. Ja, nach den ganzen Ereignissen, die es schon gab. Gut, wir haben ja im letzten Mal auch den Trank für Chunky geholt, dass er sich unsichtbar machen kann. Und dadurch erscheint hier die zweite K-Rool-Platte, der Overworld. Beide waren übrigens für Chunky. Interessante Nebeninfo an dieser Stelle. Affiger Aufruhr sollte relativ schwer werden, ist es bisher aber nicht. Ja, solange keine Hasans kommen, so wie der da, ist es einfach. Mit den Hasans ist es dann schwieriger. Aber das kriegen wir hin, also es schaut jetzt nicht so schwer aus. Wenn es nur einer ist, ist es... Oh, okay, jetzt kommen mehr Gegner. Ein weiterer spawnt. Aber im Endeffekt sind 3 von 4 Gegnern relativ schnell down. Der da... Oh, scheiße! Spast! Du, nee. Komm hier, Schwurst. Mega Futze in your face! Down! Tick dead! Ja! Nein! Schwurst! Tick dead! Und den! Und dann nochmal den und schau! Den schaffe ich nicht mehr, aber ist mir egal, wie ich das Ding hab. Oh je, tschüss! Chunky owned! Das ist gut! Das ist relativ gut. Wird auch Lanky ownen? Denn er hat eine weitere böse Aufgabe, denn wir konnten den Wunderwald nicht abschließen, weil uns ein Trank gefehlt hat. Das ist auch einmalig, wenn man die erste und zweite Welt außer Acht lässt, wo man ja noch nicht alle Kongs hat. Das stimmt. Zwar brauchen wir die Platte Nummer 4. Die müsste da sein, ne? Ja. Du. Die Welt habe ich übrigens relativ schnell abgeschlossen. Finde no ich. Surprise. Okay. Alles klar. Wo ist denn der Typ? Der ist hinter mir, oder? Nee, ist er nicht. Der ist da links. War schon richtig am Anfang. Ich muss dazu sagen, dass ich ihn gehasst habe. Den Typen da? Ja. Er ist auch ein Spacko. Ganz ehrlich, ich glaube, ich faile. Naja, nicht nur deswegen, sondern ich hab's vor allem gehasst, wenn man kassiert hat, hat er einen immer noch geohmt und sich über einen lustig gemacht. Das hat mich als Kind schon sehr sauer gemacht. Genau, man muss ja zweimal gegen ihn rennen. Beim ersten Mal gibt er einem nur Coins, wenn man ihn besiegt. Beim zweiten Mal ist es viel, viel schwieriger und man braucht eben das Lanky Face. Ey, ich habe mich ausgeruht und nun können wir das richtige Rennen machen. Ich hätte ihm so in die Fresse schlagen können, als die 3 Coins kamen, ich sag's dir. Oh ja. Und er gelabert hat, boah. Nur so halbe Form, so kein Bock gehabt. So. Das ist auch Betrug, Mann. Lanky muss mal, braucht erstmal eine Zeit, bis er sich verwandelt hat. Und ich glaube, ich werde auf jeden Fall verlieren. Allein schon, weil ich die Steuerung mit dem Xbox Controller nicht so optimieren kann, dass ich so richtig schön abkürzen kann. Also und wenn, dann wird's ein Lacker, dass der Hass an ihn auffällt oder sowas. Und was ich im Übrigen auch absolut lame finde, ist, dass die Kristallkokosnüsse nicht unendlich sind. Stimmt, das fällt mir jetzt auch erst auf. Einfach nur unnötig. Hier läuft bisher nicht so schlecht. Boah. Das hier ist halt die Schlüsselstelle. Oh, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's ein Kopf an Kopf rennen, das wir, glaube ich, verlieren werden. Echt? Ja. Ja, verlieren. Ganz knapp verloren. Wenn man das hier so vor sich sieht, ist es fast lame. Jetzt meint der Oma, das ist meine Oma schnell, aber ich frage mich, wie zum Teufel seine fette Oma zwischen dir und ihm noch passen soll. Ich weiß es nicht. Schade, am Ende habe ich ein bisschen zu sehr ihn berührt und die Flaggen berührt und das hat mir den Speed genommen. Das war schuld, leider. Schade, schade. Man darf eben auch nicht so zickzack laufen, sondern echt immer gerade zum Ziel und genau das ist das Problem mit der Steuerung.
was ich momentan noch hab. Ja, also es muss schon absolut optimal sein, ansonsten kann man hier die Sachen packen und nach Hause gehen. Ja, hier vor allem auch gleich die Kameraansicht ändern, weil sonst läuft man wie gesagt zickzacks. Und man hat Glück, wenn der Hass dann ihn einigermaßen aufhält. Ansonsten, was er hier nicht getan hat. Ja, nicht wirklich, ja. Ansonsten kann man eigentlich aufgeben. Was ich hier auch immer mache, ist, dass ich in mein Menü gehe und ausnahmsweise mal den Cheat unendliche Kristallkokosnüsse rein tue, den legalen Cheat. Weil, ja, es ansonsten scheiße ist. Richtig, aber jetzt schaut schon um einiges besser aus. Und diesmal reicht es auch. Second Try, ich bin komplett zufrieden, muss ich sagen. Du bist einfach nur ein Cheater, ein übler Cheater. Schmust. Aber naja, ich mach's im Mario Kart wie auch. Das finde ich so geil, wie Lenk ihm jetzt eiskalt den Arsch zeigt. Ja. Yeah, look at that. Achso, da oben. Lenkiko. Nice graphic bug. Gut, wir können verschwinden. Der Wunderwald ist fertig. Unsere neue Station ist die Kristallkaverne. Ich überlege gerade, haben wir alles auf der Overworld? Ich glaube ja, wir bleiben bei Lenky, weil am Anfang ja unnötige Lenky-Bananen sind. Allerdings auch ein unnötiger Donkey Kong-Ballon. Aber den holen wir schon auch noch. Freust du dich auf die Kristallkaverne? Schon ganz cool, ja. Wobei der Anfang ein wenig sagt aus, ja, Gründen, die du wahrscheinlich weiß, man muss ja erst was machen, damit es einem da ein bisschen besser geht. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Wir müssen aber erstmal zu Tiny wechseln, weil wir sonst ja gar nicht zu dem Level kommen, oder? Hast du schon mal geschafft, mit einem anderen Kong da auf dem Ort zu landen, da rechts, links? Bin ich hobbylos? Ja, wahrscheinlich hättest du eher gesagt, ach, hast du nicht probiert, du hast es heute schon geschafft. Aber ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft. Ich glaube aber, dass es vielleicht sogar mit Lenky klappen könnte oder so. Mit ja, den anderen eigentlich nicht. Eventuell habe ich ja was anderes in meinem Leben vor, als da irgendwie ja, versuchen, mit dem Kong schon da irgendwie hochzuspringen. Vielleicht mache ich dem letzten Part noch so eine Special Challenge und könnte Videoantworten schicken, wenn ihr es geschafft habt. Ja, da kommen die ganzen Cheater, die so, die irgendwie so einen Flug-Cheat anhaben, dass der fliegen kann. Ja. Dann lol. Gut, was Kelle vorhin gemeint hat mit, man muss erstmal was machen, damit es hier angenehm wird, das sehen wir gleich, weil diese Aktion leider relativ oft eintritt. Ja, das ist das Nervige am Anfang. Hast du einen Vorschlag, was wir jetzt am Anfang überhaupt machen können? Weil ich bin gerade ein bisschen planlos. Chunky ist doch gleich am Anfang. Das habe ich schon. Achso, das hast du schon. Ja, dann täte ich erstmal mit Lenky zu Quanky gehen. Und seine Bonus, also erstmal mit Donkey zu Quanky gehen, seine Bonusaufgabe machen in den Wolken. Ah, stimmt, dann, da ist was für Lenky. Ja, das mach mal, das ist eine gute Idee. Und dann hätte ich mit Diddy den Stern freischalten. Mhm, das klingt nicht schlecht. Aber du hast immer noch nicht gesagt, wie du die Welt jetzt so im Ganzen findest. So im Ganzen finde ich es schon nett. Auch wenn, was mich ein bisschen stört, ist, dass sehr viele Bonusse, das war auch das, was mich in der Aztekenarena ein bisschen gestört hat, ist, dass es immer wieder Ballungsräume gibt, wo verdammt viel, also wo, also ja, wo für jeden Kong genau eine Sache ist. Und das kommt ja halt gleich zweimal vor, das stört mich ein bisschen, aber soll eigentlich, ja, mich von dem schönen Design hier abschrecken. Sie zählt auf jeden Fall zu meinen Lieblingswelten. Sie ist schön anspruchsvoll, sie hat auch wieder eine richtig asoziale Aufgabe. Und ich sag gleich weiter was dazu, weil jetzt kommt genau das, was er meinte. Ein riesiger Geistesgestörter kloppt hier oben rum mit seiner Monsterkeule, die wahrscheinlich von irgendeinem Dinosaurier noch geholt hat, und haut die ganzen Dinger da runter. Oh Scheiße, die schlagen natürlich jetzt hier ein. Und ja, wenn man ins Tauschhaus geht, ist das eine ganz gute Idee, zu warten, bis das Zeug sich abgekühlt hat. Ja, das hört dann nämlich relativ schnell auf. So, bei dieser Lenkyplatte gibt es keine Aufgabe, aber Bananen. Ich glaube 15. Ja. Ja. Muss man aufpassen, wenn man nicht über dem Wasser landet. Ja, richtig. Landen wir im Tauschhaus, bitte. Oh, Zentimeter. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Donkey Kong-Platte, weil... Ja. Ah, weißt du, warte mal.
Erstmal Chunky, der kann da hinten nämlich nochmal eine Eiswand aufschlagen und ich glaube, da ist auch was für DK noch zu holen. Und für Chunky selbst erst später. Ja, ich glaube auch. Aber ich wollte ja noch was zur Kristallkaverne sagen. Also sie zählt zu meinen Lieblingswelten, sie ist schön anspruchsvoll. Sie hat die... doch, die sehr tiefgründigste und chilligste Musik von allen. Und ja, wir haben hier auch ein Wiedersehen mit einem Bastard. Welche Musik findest du in diesem Spiel eigentlich am blödsten? Am blödsten? Am schönsten. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, weil das ist ein Spiel, bei dem so ziemlich alles stimmt. Und auch vor allem soundmäßig hat Rare wie immer mal alles richtig gemacht. Keine Ahnung. Also ich habe mal versucht, eine Auswahl zu treffen und ich finde tatsächlich die Musik bei den, die auf der Feeninsel spielt, am schönsten. Nee, die zähle ich persönlich nicht zu den guten. Okay. Die spielt mir jetzt auch gar nicht mehr im Kopf ab, aber es gibt wirklich viele, die relativ geil sind, vor allem auch Boss-Soundtracks oder die Lobby. Die Lobby-Musik finde ich immer sehr, sehr schön, wie sie da variiert haben, den Grundaufbau beibehalten haben, aber immer die Sounds an die jeweiligen Welten angepasst haben. Das ist wirklich Meisterwerk. Ja, das haben sie in Dokokachi Returns ja auch recycelt, mehr oder weniger. Das sind ja auch je nach Level, je nach Welt, die Töne leicht anders. Also um da genauer irgendwie was zu sagen, müsste ich mich jetzt länger und genauer damit beschäftigen. Aber zur Welt kann ich sagen, dass ich sie gut wie alle mag. Also Welt 1 ist schön chillig, Welt 2 mag ich sehr, Welt 3 nicht, die magst du wiederum sehr. Welt 4 mag ich auch nicht. Oder ich akzeptiere natürlich alle, aber Welt 4 mag ich jetzt nicht so, dass ich sage, oh geil, episch. Welt 5 finde ich schon wieder sehr, sehr viel cooler. Welt 6, epic. 7, nein. Das Finale, ja, endgeil. Ja. Vor allem auch, oh stimmt, die Musik von dem Finale, Mann. Geil. Und ich meine jetzt nicht den Kampf, sondern... Ja, ja, ich will es nicht spoilern. Ich weiß schon, was du meinst. Das ist tatsächlich gut. Oder auch die Lobby-Musik von Endboss-Ding. Ist geil. Okay, wir haben das alles hier gut geschafft. Am Ende wartet selbstverständlich natürlich ein Bonus was. Und das ist scheiße. Das ist einfach... Willst du mich verarschen, goddamn! Im letzten, bei der Eule haben wir es ja geschafft mit Diddy und mit Diddy ist es am schwierigsten, aber den Donkey sackt sofort. Das ist so scheiße. Das gibt's nicht. Der Anfang ist das Schwierigste. Wenn man den Anfang geschafft hat, und das habe ich mit Diddy, mit irgendeinem Weltwunder hingekriegt, dann hat man eine Möglichkeit, es hinzukriegen. Aber da musst du so einen Daumen brechen. Betrug. Da musst du so krank den Analogstick da rumreißen, da bringst du echt den Daumen ab. Ja, also Shooter-Spieler könnten hier im Vorteil sein. Ich kenne zumindest keinen Shooter mit so einer Perspektive. Er hat daneben gehauen. Honk. So ein Spaß. Ja, ich habe so ein bisschen gerade eben kein System. Und das ist eigentlich eher von großem Nachteil. Aber jetzt komme ich langsam in ein System rein. Und ich glaube, wir bringen den Sieg nach Hause. Oh, jetzt kommen sie auf einmal. Vorsicht. Okay. Der ist auch down. Der ist weg. Der ist weg. Unten schauen. Halt auch immer alle Gegenden absichern, weil man sieht halt nicht den gesamten Kampfraum. Wirklich aufpassen. Hallo! Ja. Ich hab den doch! Dieser Bug kommt öfters vor. Ich weiß nicht warum, aber... Ja, es ist wahrscheinlich auf zu viel Feiern am Tag davor zurückzuführen, weil... Da scheint er tatsächlich besoffen zu sein. Mann. Was ich vielleicht zu den Welten noch sagen kann. Also ich finde eins ziemlich gut. Die erste, also Tropentrubel. Aztekenarena. Ist zwischen gut und sehr gut. Drei ist epic. Vier ist so, naja. Nicht so mein Liebling.
5 ist wieder ganz cool. Die hier, habe ich ja schon gesagt, so zwischen gut und okay. Und ja, die letzte zwischen okay und akzeptabel. So, jetzt wird das hoffentlich was. Das Wiese ist da, am Ende kommt an einer Stelle nochmal ein Köln mehr dazu. Das ja. Sieht man direkt. Der ist aber schon dabei, von daher passt's. Ja, jetzt schon. Ja, Hammer, nach Hause gebracht. Mann. Yeah. Das war ein Suppression-Feuer. Down. Oh, Banana. Dong, dong, Donkey Kong. Der Chef gleicht aus mit Chunky. Unter Zugzwang. Richtig. So, und jetzt darf der Diddy noch ein bisschen Jetpack fliegen. Yay. So, jetzt muss man aber auch treffen, weil wenn man daneben springt, so wie ich gerade, dann ist das nicht so gut. Nein. Scheiße. Okay, umplanen. Ich bin so dumm. Wir können ja den Flusslauf verfolgen und die Bananen schon mal einsammeln und gerade schlägt hier wieder alles ein, fix. Ja, das ist halt das Sache, die langweilig hier am Anfang halt schon ja. Aber es dauert sogar theoretisch relativ lange, bis man den ausgeschaltet hat. Ja eben, das ist ja das Beschissene. Vor allem, man muss erst mal rausfinden, wie das geht. Ja, stimmt. Aber andererseits braucht man nur den Trank und das Wissen, wie es funktioniert. Ja, aber so, zumindest mir als Kind ging es so. Dann wusste ich wie, also dann war ich an der Stelle, wo das geht, aber dann konnte ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern, an diese Anfangssequenz, wo man sieht, wie der Typ durchdreht. Dazu konnte ich dann in dem Moment doch gar keine Querverbindung herstellen. Weil da so viel Zeit dazwischen lag. Ein paar Wochen oder so. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, den so schnell wie möglich auszuschalten. Ja, ist natürlich eine gute Idee. Auf jeden Fall, ja. Da sind auch nochmal Lenky-Bananen, genau die habe ich gesucht. Da oben ist Candy. Apropos Candy, ist euch aufgefallen, dass sie in Welt 5 nicht aufgetreten ist, genauso wie in Welt 1? Ja, ist erstaunlich, aber es ist so. Mir ist das tatsächlich erst bei meinem letzten Let's Play dazu, das nicht veröffentlicht wurde, aufgefallen. Wie das da vorne übrigens auch. Boah. Aber wisst ihr was, gehen wir direkt mal rein, weil von Candy bekommt man in der 6. Welt nämlich eine dritte Melone. Jo, weiß. Und dabei dachte ich, 2 reichen schon. Ja. Wie man es nimmt. Redet sie jetzt von Cocks oder von Melonen? Nun ja, Caleb. Also bei Frauen sind 2 ganz gut, aber von Cocks kann ich nie genug kriegen. Apropos deiner. Gib mal her das Ding, ich hab grad nichts zu tun. Nee, Candy, der Part ist beendet. Wobei, genau, deshalb ist das vielleicht auch genau der richtige Moment. Leute, wir sind beschäftigt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.